erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag und ganz herzlichen Dank, dass Sie bei diesem wunderschönen Wetter nach der Regenzeit hier in den Hörsaal gefunden haben. Ich freue mich sehr. Hören Sie mich alle? Ja. Beginne ich und ich hoffe, dass ich, weiß nicht, ob ich genau die Frage beantworten kann, die gestellt wurde, aber ich versuche mit einem exemplarischen Beispiel, nämlich den Schachcomputern, Fragen für die Gegenwart zu beantworten und glaube, dass dieser Blick auf ein abgeschlossenes oder vergangenes Ereignis da sehr aufschlussreich sein kann. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat. Also ein Zitat von Robert Hübner, einem Schachspieler, einem Profischachspieler. Ich konnte mir die Aufgeregtheit nicht erklären. Warum erregt der kleine Wettkampf, den Kasparow zurzeit gegen ein Maschinchen spielt, eine derartige allgemeine übertriebene Aufmerksamkeit? So wunderte sich der deutsche Schachmeister Robert Hübner während des spektakulären Spiels des IBM-Computer Deep Blue gegen Garry Kasparow im Jahr 1997. Hübner gehörte allerdings mit seiner Verwunderung und seiner Gelassenheit, demonstrativen Gelassenheit, eher zu einer Minderheit. Der Wettkampf zwischen, ich muss glaube ich nach unten gucken, also wenn ich Sie nicht angucke, ist das wegen des Mikros. Wenn ich hochgucke, merke ich, oder hören Sie mich dann auch gut? Ja, gut. Fühlt sich so an, als sei dann eine Stimme weg. Okay, also dieser Wettkampf zwischen Kasparow und Deep Blue hat eben sehr hitzige Debatten und Fragen aufgeworfen, die ich Ihnen gleich referieren werde. Aber ich denke, dass wir heute, 20 Jahre später, auch ähnlich aufgeregte Diskussionen über intelligente Maschinchen führen. Und gerade wurden schon einige ganz zentrale genannt. Also ich wollte nochmal fragen, wird künstliche Intelligenz aus uns Menschen ersetzen oder vielmehr von lästigen Arbeiten befreien, uns bei der Arbeit assistieren? Wird sie der menschlichen Intelligenz überlegen sein? Wird sie Menschen zukünftig überwachen, sozial kontrollieren und bewerten? Wird sie uns bequem durch die Gegend fahren, für uns einkaufen, unseren Terminkalender organisieren? Wird uns die KI zukünftig an der Hotellobby empfangen, anstelle der Rezeptionsdame? Und werden wir mit den Robotern, das finde ich eine der wichtigsten Fragen, sozial im sozialen Zusammenleben? Werden sie unsere neuen Freunde sein, die unsere Gefühle erkennen und uns bestens kennen? Fragen dieser Art werden derzeit sehr intensiv diskutiert. Und wie wir wissen, sind es nicht mehr nur Fragen, die sich auf die Zukunft richten, sondern vielfach ist die KI bereits alltäglich geworden, sei es Siri oder Alexa, seien es Expertensysteme in der Medizin, seien es Algorithmen, die in Versicherungen Daten analysieren oder wie in China Wohlverhalten prüfen und Fehlverhalten anprangern oder eben bereits als Roboter an der Hotellobby stehen. Ich hatte heute noch eine Real-Dame da, die mich empfangen hat. Die Fragen, die derzeit gesellschaftlich verhandelt werden, kreisen im Kern immer um eine für die Menschen und ihr Selbstverständnis extrem fundamentale Frage, nämlich die Frage nach der Position der Menschen in einer technisierten Welt und damit die Frage nach dem Mensch-Maschinen-Verhältnis. Und dies betrifft Fragen nach der Arbeitsteilung zwischen Menschen und Maschinen. Es betrifft vor allem auch die Frage der Hierarchie zwischen Menschen und Maschinen und eben Fragen des alltäglichen Zusammenlebens. Diese Fragen sind nicht neu. Und gerade die Position der Menschen wird seit der mechanistischen Philosophie und René Descartes' Unterscheidung von Körper und Geist und der Unterscheidung von Menschen und Maschinen immer wieder verhandelt. Auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung im Sinne der Frage, welche Arbeit von Maschinen und welche von den Menschen übernommen werden soll, beschäftigt die Menschen schon erstaunlich lange. Also Aristoteles haben wir schon gehört, aber als reale Erfahrung von Maschinen, die Menschen ersetzen, tatsächlich schon seit dem 16. Jahrhundert und dann aber vor allem seit der Industrialisierung. Relativ jung ist meines Erachtens die Herausforderung, und die Frage, die wir uns stellen müssen, wie wir mit Maschinen zusammenleben sollen, und zwar mit intelligenten Maschinen. Darum wird es in meinem Vortrag vorrangig gehen, an einem Beispiel, weil ich denke, dass diese Frage des Zusammenlebens all die anderen Fragen nach der Position der Menschen, nach der Hierarchie oder Nicht-Hierarchie zwischen Menschen und Maschinen impliziert. Auch in den 1950er Jahren, als die KI-Forschung gerade ganz jung begonnen hatte, also die ersten Forschungen kann man in den 1940er Jahren datieren und 1955 eben der erste große Forschungsantrag und Kongress dazu in Dartmouth, der immer als Geburtsstunde gilt. Und schon sehr früh, also als diese KI-Forschung noch ganz, ganz jung und ohne Ergebnisse war, wurde von prominenten Forschern aus der KI-Forschung selbst, aber auch aus der Philosophie und den Geisteswissenschaften
schon ähnliche Fragen gestellt und dabei in der Regel sehr kritisch gewarnt. Der Kybernetiker Norbert Wiener sprach im Kontext der frühen Automatisierung in den 50er Jahren von einer Gefahr der Massenarbeitslosigkeit, die furchtbare gesellschaftliche Folgen haben werde. Weiter sprach er von Rechenmaschinen für die Kriegsplanung oder von Staatsmaschinen, die anstelle von Politikern entscheiden werden, und äußerte sein Erschrecken über diese Möglichkeit. Die Möglichkeit wurde übrigens im Kontext von Watson, also diesem IBM-Computer, auch im Wahlkampf der USA als Möglichkeit, nur kleiner Einschub, propagiert, dass nämlich dieser Computer Watson an der Wahl teilnehmen sollte und es vielleicht der bessere Präsident sein könnte als Trump. Und es gab tatsächlich Menschen, die ihn aufstellen wollten, also ein Verein und eine Webseite, die man heute noch betrachten kann. Mit dem Argument, er hätte viel mehr Informationen zur Verfügung und er sei vor allem rationaler. Zurück in die 50er Jahre, der Philosoph Günther Anders wiederum hat sich mokiert, ganz in diesem Sinne, der Entscheidung von Politikern, dass im Koreakrieg wichtige politische und militärische Entscheidungen von einem, wie er schrieb, Electric Brain vorgenommen worden waren, um der menschlichen Subjektivität eben zu entgehen, sei ein Computer mit Daten gefüttert worden, dann sei eine Verlust- und Gewinnrechnung erstellt worden und so anders, nach lächerlich kurzer Zeit elektrischen Tiefsinns hat der Computer eine Lösung ausgespuckt, die dazu noch als humaner gelten könne als die der Generäle. Günther Anders deutete dies nicht als positiv und rational, sondern sagte, das sei die schmachvollste, ja die epochalste Niederlage der Menschen bislang gewesen. Gerade Literatur und Film thematisierten dieses Mensch-KI-Verhältnis häufig, weshalb ich da nicht weiter drauf eingehen muss. Ich denke, das ist alles recht bekannt und in der Regel wird auch hier in den Science-Fiction eher ein Schreckensszenario gezeichnet, also angefangen von Odyssee 2001 bis zu solchen Filmen wie AI von Steven Spielberg aus den 90er Jahren, in dem es um ein ethisches Dilemma geht angesichts von emotionalen Robotern. Bevor ich dann gleich noch auf meine Schachcomputer, also auf die vor allem zu sprechen komme, möchte ich noch daran erinnern, dass es auf der empirischen Ebene, dass wir es da mit einer sehr, sehr langen Geschichte der KI-Forschung zu tun haben. Seit den 40er und 50er Jahren wird an KI gearbeitet in sehr unterschiedlichen Disziplinen, also ein sehr unklares Feld im Grunde genommen. Und all diese Forschung hat schon seit dieser Zeit versucht, KI zu entwickeln, die denken oder Schach spielen kann, Romane schreiben, Musik komponieren, malen, Bilder malen oder Expertensysteme, auch selbstfahrende Autos werden schon seit langer Zeit versucht zu entwickeln und so weiter und so weiter. Diese Geschichte ist eine von Höhen und Tiefen mit teils sehr euphorischen Erwartungen, vor allem in der Frühphase der 50er und 60er Jahre, dann einem immer wieder zitierten sogenannten KI-Winter in den 1980er Jahren, als die Forschung sehr stark stagnierte, Forschungsgelder nicht mehr flossen und die Politik eben beschlossen hat, dieses Feld erstmal nicht weiter zu fördern, da eben wenig Ergebnisse zu sehen waren. Die heutigen KIs, die uns so beschäftigen und aufregen, sind also das Ergebnis langer, komplexer Forschung mit vielen Abzweigungen, Sackgassen, Erfolgen und Rückschlägen, die zu jeder Zeit auch immer intensiv gesellschaftlich verhandelt wurden. Und um gleich auf mein Beispiel des heutigen Abends zu sprechen zu kommen, ein Forscher hat pathetisch zusammengefasst, dass Deep Blue, dieser Computer, den wir dann am 1997 nur als Deep Blue wahrnahmen, das Ergebnis der Arbeit von Tausenden von Forschern sei, die seit den späten 1950er Jahren an Schachcomputer arbeiteten. Und es dauerte also über 40 Jahre, bis es dann zu diesem spektakulären Erfolg 1997 kam. Das heißt, der Blick in die Geschichte zeigt die Komplexität und die Langfristigkeit dieser Forschung. Er zeigt auch, dass es immer Sackgassen gab und es zeigt aber auch, denke ich, dass wir, also erstens die Euphorie heute vielleicht auch relativieren können, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es heute eine beschleunigte Entwicklung gibt und ich denke, dass wir tatsächlich vor neuartigen, spektakulären Erfolgen zurzeit stehen, über die wir verhandeln müssen. Also das zwingt uns zweifellos, eine intensive Debatte zu führen und ich denke, dass in deren Zentrum auch das Verhältnis oder ganz zentral das Verhältnis von KI und Menschen zu stehen hat. Und der Frage werde ich mich heute eben an einem historischen Beispiel widmen, das vielleicht auf den ersten Blick für Sie speziell klingt oder vielleicht auch nicht für jedermann, wenn jemand keinen Schach spielt, nicht so zugänglich zu sein scheint, aber es wird weder um
enge technische Details gehen, noch wird es um Schachspiel im engeren Sinne gehen, sondern es geht mir tatsächlich um den Umgang mit erfolgreichen Schachcomputern. Und ich denke, Sie werden im Laufe des Vortrags sehen, warum ich mir dieses Beispiel gewählt habe. Also ein Grund ist, dass der Schachcomputer für die Geschichte der KI von extrem großer und auch strategischer Bedeutung gewesen ist. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Zweitens war er mit diesem spektakulären Ereignis, also diesem Sieg Deep Blues über den angeblich unbesiegbaren Schachweltmeister Garry Kasparov verbunden. Und daran lassen sich schon sehr viele ganz typische menschliche Reaktionen und Umgangsweisen mit erfolgreicher KI beschreiben, die wir auch heute, wie ich denke, sehr ähnlich wieder beobachten können. Und drittens wurde der Schachcomputer dann für die Schachspieler ein Alltagsgerät. Es ist heute selbstverständlich integraler Bestandteil von Schach. Und daran kann man auch diese Veralltäglichung der KI und den Umgang dann mit einer veralltäglichten KI untersuchen. Mein Vortrag vorgreifend kann ich zusammenfassen, dass die Geschichte ungefähr so läuft. Das Monster, das ist Deep Blue in der Beschreibung, wurde alltäglich und dann gezielt eingehegt in den Umgangsweisen. Ich werde jetzt im Folgenden zuerst auf die Bedeutung des Schachs für die KI-Forschung, für die Geschichte der KI-Forschung eingehen, zweitens dann auf das Event Kasparov und drittens werde ich dann aufzeigen, vor allem für die Zeit nach Deep Blue, eben diese Umgangsweisen mit der erfolgreichen KI. Und das Kernanliegen und die Kernfrage des Vortrags ist jetzt nicht ein Überblick über die Geschichte der KI zu geben, sondern eher eine grundsätzliche Frage anhand der Geschichte zu stellen und anhand dieses historischen Beispiels Fragen für die Gegenwart zu provozieren. Also das, was ich beschreibe, stellt sich meines Erachtens genau auch jetzt für die Gegenwart. Ups, Entschuldigung. Ich komme zu meinem ersten Teil, ein ganz kurzer, vielleicht etwas spröder Überblick über Computerschach und KI. Also eine Skizze kann das nur sein, aber die Frage überhaupt erst seit wann überlegen Menschen, dass sie Schachspiel an Maschinen delegieren könnten. Und hier findet sich der ganz bekannte Schachtürke von Wolfgang Kempelen aus dem 18. Jahrhundert, der bekanntlich eine Täuschung war, weil eben ein kleiner Mensch in dem Automat versteckt war, aber sehr spektakulär zu der Zeit. Und zu dieser Zeit auch analog zu Rechenmaschinen, wo Rechnen an Maschinen delegiert wurde und natürlich die vielen anderen Automaten der frühen Neuzeit, die menschliche Fähigkeiten wie Singen, Schreiben, Tanzen, Flöten und so weiter nachgeahmt haben. Computerschach, ich springe jetzt von der frühen Neuzeit in das tatsächliche Computerschach, entstand dann eben mit der KI-Forschung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und in den 1950er Jahren galt Schach, also das war die Redeweise dann in der Forschung, als die Drosophila der KI-Forschung. Also man hat in Analogie dann später zur Genetik gesagt, das Schach ist ein relativ einfaches Modell, an dem es möglich ist, weitreichende Theorien über den menschlichen Verstand und das Gehirn und Intelligenz zu entwickeln. Also Schach als Experimentierfeld oder Testfeld für KI-Theorien. Und diese bedeutende Rolle des Schachs erklärt sich erstens aus dem Image des Schachs als Spiel, das ein Indikator von Intelligenz sei. Also es ist etwas, was nur Menschen können, Tiere können kein Schach spielen. Und die Annahme war eigentlich immer, bis zu Deep Blue jedenfalls, wenn man Schach spielt, kann man denken und ist intelligent. Also daher diese Vorstellung, das ist ein gutes Testfeld für KI-Forscher. Zweitens war es eben zentrales Ziel der frühen KI-Forschung, auch die Funktionsweise des Gehirns mittels der Analogie zum Computer besser zu verstehen. Und das, dafür ist wiederum wichtig, der Hintergrund des Konzeptes, was Denken ist. Denn die Grundannahmen der frühen KI-Forschung, und das nannte man das sogenannte kognitivistisch-rationalistische oder symbolische Paradigma, das übrigens jetzt als überwunden gilt. Also ich spreche wirklich über eine KI, die jetzt nicht mehr im Mittelpunkt steht, weil wir heute über neuronale Netze reden und nicht über dieses kognitivistische Paradigma. Aber die Grundannahme dieser frühen KI-Forschung war eben, dass Denken A, Informationsverarbeitung ist, also das, was der Computer macht, und dass wir denken aufgrund reproduzierbarer Regeln und dass unser Denken formalisierbar ist und aus logischen Schlüssen besteht. Also wenn man diese Annahme über das Denken hat, ist der Versuch, das auf den Computer zu übertragen, naheliegend, weil dieser formal-logische Ansatz dem
der Arbeitsweise des Computers entspricht. Und der dritte Punkt, warum KI so wichtig für die, warum Schach so wichtig für die KI-Forschung war, ist ein ganz pragmatischer Grund, eben dieses Drosophila, das einfache Modell. Schach ist ein Spiel mit klaren, sehr logischen Regeln und es ist begrenzt. Und damit ist es eben ein günstiges Experimentierfeld für die frühe KI-Forschung gewesen. In der Frühphase hat man allerdings nicht realisiert, welche Probleme und vor allem welche Zeit es dauern würde, bis ein Computer einen menschlichen Schachweltmeister schlagen könnte. Vielmehr hat man auch in den 50er Jahren ähnlich euphorische Prognosen gehabt, wie wir das heute haben. Also Shannon, Claude Shannon, Informationstheoretiker, war 1957 ganz sicher, dass 10 Jahre später, also 1967, ein Schachweltmeister von einem Computer geschlagen werden würde. Und anfängliche Erfolge in den 50er Jahren haben diese Euphorie ausgelöst, aber während Laienspieler sehr leicht und sehr schnell besiegt werden konnten, verloren Computer lange gegen wirkliche Schachgroßmeister. Und ich hatte das bereits angedeutet, der Aufwand für die Entwicklung Deep Blues war immens. Seit 1989 hat bei IBM ein Team an einem Schachcomputer gearbeitet, der eben gezielt Garry Kasparov besiegen sollte. Also das Projekt war wirklich, Kasparov auch zu besiegen. Und die Forschung, die schließlich zu Deep Blue führten, hatten schon vorher 1985 an der Carnegie Mellon Universität begonnen. Und der Forscher aus der Universität ist dann eben zu IBM gegangen. An der Entwicklung von Deep Blue waren auch Schachmeister beteiligt, insbesondere der amerikanische Meister Joel Benjamin, bei dem Deep Blue sozusagen in die Schachschule gegangen ist. Insgesamt hat die Entwicklung über 12 Jahre gedauert und man kann das auch in dem Buch eines der Programmierer, Herrn Su, nachlesen, indem er diese Entwicklung beschreibt. Und dieses Buch macht auch deutlich, welche immense Rolle der technische Entwicklung spielte für den Erfolg, also die veränderte Hardware und die Möglichkeit der Geschwindigkeit des Computers. Und es wird auch deutlich, welche Anstrengungen, welche Rückschläge immer wieder gemacht wurden. Noch ein etwas ganz kurzer technischer Teil, der aber gleichwohl für Techniker überhaupt nicht, also zu oberflächlich ist, aber es ist trotzdem wichtig, ganz kurzen Einblick zu geben, wie Deep Blue gearbeitet hat, weil das wichtig ist für die Argumente des Umgangs mit dem Schach hinterher. Also sehr kurz und vereinfacht dargestellt, 2 Strategien, die die frühe KI-Forschung geprägt haben. Claude Shannon hatte im Jahr 1950 einen viel zitierten Artikel über die Möglichkeit und Ansätze der Schachprogrammierung verfasst als Paradigma der KI-Forschung. Und er hat 2 Weisen unterschieden, nämlich die sogenannte A- und die B-Strategie. Und die A-Strategie ist eine, bei der der Rechner aufgrund von Rechenleistung möglichst alle Möglichkeiten versucht durchzurechnen. Und er arbeitet dabei mit Entscheidungsbäumen, aber diese Strategie erfordert immense Rechenleistung, weil auch völlig sinnlose Züge beim Schach errechnet werden. Also es gibt keine Vorauswahl erstmal, sondern es wird einfach durchgerechnet. Das ist natürlich sehr lange an Grenzen gestoßen, solange noch keine ausreichend Rechenleistung zur Verfügung stand. Und das ist die sogenannte Brute Force, also rohe Gewaltmethode, auf die ich dann eben auch nochmal zurückkomme. Die B-Strategie, das ist die, die man eigentlich schon früh lieber verfolgt hätte, die setzt nämlich darauf, wie die Menschen sinnlose Züge sofort zu erkennen und die überhaupt nicht weiter zu beachten und statt des Durchrechnens möglichst vieler Züge mit Bewertung und Privilegierung bestimmter Möglichkeiten zu beginnen. Also das entspricht eher dem menschlichen Denken. Aber mit der Zunahme von Rechenleistung und Geschwindigkeit und ersten Erfolgen hat sich die KI-Forschung seit den 70er Jahren sehr stark auf diese A-Strategie konzentriert und konnte dann auch einige Erfolge einfahren. Und diese Entscheidung für die A-Strategie, also dieses kognitivistisch-rational Rechnende, hat dann in den nächsten Jahren den Gang der KI-Forschung bestimmt. Und vielen galt es dann später als Sackgasse und als großer Fehler, dass man sehr viel Zeit und sehr viel Ressourcen in diese Strategie gesteckt hat. Und es galt auch als Sündenfall der KI-Forschung und das sei schuld daran gewesen, dass dann der KI-Winter gekommen sei. Mit diesem KI-Winter kam dann eben auch ein Paradigmenwechsel weg von diesem Paradigma hin zu dem, was wir dann heute eben haben, Konnektionismus, neuronale Netze und auch verhaltensbasierte oder embodied Ansätze, die auch den Körper mit einbeziehen.
1997 kam es aber mit dieser reell alten Methode zu diesem Erfolg, also die sogenannte Good Old Fashion Strategie, wie es genannt wurde, führte dann noch zum Sieg, die Blues gegen Kasparov. Und damit bin ich dann jetzt bei meinem Beispiel und jetzt wird es auch wesentlich anschaulicher. Nochmal wichtig, diese A-Strategie beruht auf dieser Brute-Force-Methode, aber die reicht natürlich nicht allein, weil auch beim Schach viel zu viele Möglichkeiten da sind. Das heißt, es gibt die Auswertung von Spielbäumen, Bewertungen von Zügen. Und der Clou bei Diplou war, dass er aufgrund seiner enorm hohen Rechenleistung innerhalb von einer Sekunde 200 Millionen Stellungen bewerten konnte und prüfen konnte. Und dann hat er sich eben für einen Zug entschieden und er hatte natürlich auch Schachwissen, Schachdatenbanken einprogrammiert. Dieses Match, genau, und das wollte ich zum Kontrast, also ich spreche wirklich über die Vergangenheit, AlphaGo funktioniert dann mit neuronalen Netzen. Also das ist dann ein anderer Ansatz. Aber mir geht es ja nicht darum, sondern um den Umgang und für den ist es jetzt nicht wichtig für das Folgende, was ich sagen will, ob das abgeschlossen ist oder mit den neuronalen Netzen funktioniert. Dieses Match, also es geht im ersten Schritt um Konkurrenz, Wettkampf und was ich nenne anthropozentrische Angst, also die Angst des Menschen um seine Sonderstellung. Und hier ist Deep Blue, wenn ich jetzt über ihn spreche, damit er auch mal zu sehen ist. Dieses Match 1997 hat insgesamt 8 Tage gedauert. Das war vor laufenden Kameras in einem Fernsehstudio in New York, hat es stattgefunden. Also es war von vornherein ein Event. Und es wurde damals auch schon im Internet übertragen, was dazu führte, dass das Internet dauernd zusammenbrach. Und bis 2001 wurde es noch als das größte Internetereignis aller Zeiten tituliert. In den Zeitungen erschienen dann infolge des Matches unendlich viele Artikel und dieser Wettkampf wurde in populären Medien aufgenommen. Und es gibt zum Beispiel ein Spiel. Doku, Fiction-Doku würde man heute sagen, Game Over, so ein bisschen kalte Kriegsgeschichte dazu. Dann ist es in der Kunst vielfach aufgenommen worden und in Karikaturen, na, ich muss dahin, Logik, verarbeitet worden. Das heißt, das Ereignis hat die Menschen in ungeheurem Ausmaß bewegt und die Reaktionen haben in der ersten Die ersten Reaktionen haben ganz klassisch immer dieses Narrativ Mensch versus Maschine widergespiegelt. Und das ist tatsächlich natürlich eine der populären, auch in Medien immer wieder forcierten, zentralen Interpretationen des Mensch-Maschinen-Verhältnisses. Und einige Karikaturen haben das dann eben aufgenommen und übertragen auf andere Wettkämpfe. Und es geht immer um diesen, wer ist besser, der Mensch oder die Maschine. Die Turniere zwischen Menschen und Computern im Schach waren seit den 1970er Jahren, da fingen die ersten Schachwettkämpfe an, stets begleitet von markigen Kommentaren. Und der Computer wurde schon sehr früh immer als Monster bezeichnet, auch als Rechenmonster. Und es ging immer um die Betonung des Wettkampfs und die Frage der Überlegenheit der Menschen war eben ganz zentral. Dieser klassische Plot wurde also vielfach auch inszeniert. Und es wurde dabei ganz gezielt das Spektakuläre gesucht, durchaus auch mit lustvollem Gruseln, solange man sich immer bestätigen konnte, dass die Menschen doch intelligenter seien als die Maschinen. Und als der Computer dann siegte, war das Entsetzen dann doch sehr groß. Als Deep Blue im Jahr 1997 gewann, kommentierten viele zeitgenössische Beobachter, Science Fiction sei nun Realität geworden. Und ich möchte diese Reaktion ganz kurz darstellen, weil es eben eine sehr typische Argumentation und sehr polare Deutung des Mensch-Maschinen-Verhältnisses ist, die man da in Reinform beobachten kann, die wir aber auch heute immer noch finden und von der ich nicht sicher bin, ob sie so weiterführend ist. Es geht immer um das konkurrente Mensch-Maschinen-Verhältnis. Was erstmal naheliegend ist, dass es sich sich um ein Spiel handelt, aber im Grunde genommen hat man ähnliche Argumentationen in der Arbeitswelt. Und was sich findet, ist immer die Angst der Menschen vor der Ersetzung oder die Angst vor der überlegenen Maschine, also die anthropozentrische Angst, dass der Mensch in seiner besonderen Rolle in der Welt vom Thron gestoßen wird. Das waren auch lauter solche Kommentare zu dieser Zeit. Es ging also auch um Kräftemessen mit dem Computer. Es war auch immer die Rede von dem Duell. Einige Covers aus Zeitungen, also Mensch gegen Maschine, The Brain's Last Stand und Chess is War, so typische Titel, die das dann verarbeitet haben. Es
geht also um die Gattung Mensch. Es geht nicht mehr um Kasparov, sondern es geht darum, dass die Gattung Mensch verloren hat. Und vor allem in den Medien findet sich das wenig überraschend sehr stark. Kasparov selbst hat es auch geschürt, indem er vor dem Spiel 1997 noch pathetisch angekündigt hat, er werde die Ehre der Menschheit retten und er werde beweisen, dass menschliche Hirne den Computern überlegen sind. Das Turnier wurde dann als mörderische Schlacht bezeichnet, als Schmach von Manhattan oder als Sensation, mit der selbst Technikfreaks nicht gerechnet hatten, als demütigende Niederlage oder Vernichtung der Menschheit durch die Maschine. Also allem allem wird deutlich, wie stark die Sonderstellung des Menschen, seine Überlegenheit, diesen medialen Diskurs prägten. Und die Bilder des Turniers wurden auch immer wieder gezeigt, also der verzweifelte Kasparov und auch das Publikum, das eben mitfiebert, das kommt gleich. Und auf die Frage, wie Menschen sich überhaupt noch gegen den Computer wehren könnten oder wie sie ihn schlagen könnten, hat ein niederländischer Großmeister lakonisch geantwortet mit dem Hammer. Und solche Bilder wurden dann auch massenweise gezeigt. Also man kann, im Grunde genommen haben wir diese Diskussion heute, mit dem man muss den Knopf noch drücken können. Also man muss das Gerät ausschalten können. Wenn wir in Schachzeitschriften schauen, ist die Argumentation ähnlich, wenn auch weniger pathetisch als in diesen Massenmedien. Aber auch hier ist zu lesen, Monster schlägt Mensch, Mensch gegen Computer. Und ein Artikel, ein Zitat argumentierte oder äußerte, der Gedanke, dass die Computer den Menschen in Schach in absehbarer Zeit überlegen sein werden, ist gewöhnungsbedürftig. Und innerhalb der Schach-Community wurde insbesondere betont, und das ist eine ganz wichtige Argumentation, dass der Computer ja eigentlich gar nicht Schach spielen könne. Er rechnet nur und er hat überhaupt keine Ahnung vom Schachspiel. Und auch das ist eine Argumentation, die wir heute immer wieder haben. Und im Hinblick auf das Schach heißt es natürlich, er ist nicht intelligent und er kann nicht denken, sondern er ist dumm. Und hier ist eine Karikatur aus einer Schachzeitung, die Schachzeitungen waren so alt, deswegen sind die Scans so schlecht. Und da steht, können Sie sicher nicht lesen, da oben in der Blase steht, der neue Kollege arbeitet offensichtlich mit der Brute Force Methode. Also das heißt, man macht sich lustig über diese Art und Weise, wie Deep Blue eben gewonnen hat. Das heißt, der Computer siegt, das ist die Interpretation unverdient. Und wie auch in den Medien wird hier die reine Rechengewalt betont, die Informationsfülle der Datenbanken, über die der Computer verfügt. Und es wird sofort dieser Gegensatz aufgemacht, den wir heute auch immer wieder haben. Der Computer ist dumm und der Mensch ist kreativ. Und deswegen ist der Mensch letztlich doch überlegen. Das heißt, eine typische Reaktion aus dem Vergleich von Mensch und Maschine, wenn der Mensch unterliegt, ist eine Abwertungsstrategie dessen, was der Computer kann, bei gleichzeitiger Aufwertung menschlicher Fähigkeiten, sodass der Mensch letztlich dann doch überlegen bleibt. Also die typischen Hinweise auf Kreativität, Strategie, Intuition und so weiter ist von seitdem bis heute immer noch zu hören. Es ist letztlich wenig überraschend, dass die Medien diesen Plot des Wettkampfs aufnehmen und inszenieren, also Mensch gegen Maschine und vor allem im Bereich des Denkens, das ja das menschliche Selbstverständnis besonders berührt und diese anthropozentrische Angst bedient, weil es zweifellos diesen Gruselfaktor und Faszinationsfaktor hat. Aber es wäre zu einfach, das nur als Medienstrategie abzutun, sondern ich denke, dass das tatsächlich eine zentrale Sorge im Kontext der KI bis heute ist. Also wie ist die Position der Menschen und, und das Bedürfnis, dass die Position des Menschen immer eine überlegene ist. Und damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel, also über dieses Event hinausgehend. Ich habe das auch Konkurrenz genannt, Konkurrenz 2, und da geht es um Kategorienprobleme. Und ich möchte das wieder in einer kleinen Anekdote oder einer kleinen Geschichte veranschaulichen, bevor ich es dann kurz analysiere. Im Jahr 2000 hat ein Technologiekonzern in den Niederlanden sich bereit erklärt, als Sponsor für die Schachmeisterschaft, also die nationale Schachmeisterschaft, aufzutreten. Und die Bedingung des Technologiekonzerns war aber, dass ein Computer an der Meisterschaft gleichberechtigt teilnimmt. Die Meinung der Spieler war ganz gemischt. Einige haben das kategorisch abgelehnt, gegen ein Computerprogramm zu spielen. Andere haben es hingenommen. Und es gab dann eine sehr
hitzige Debatte um die Frage, ob der Computer an der Meisterschaft teilnehmen darf oder nicht, die weit über die Teilnehmer hinausging und auch im Internet geführt wurde und da auch dokumentiert war. Und diese Debatte hat interessante Kategorienprobleme offenbart, weil es ganz zentral um die Unterscheidung von Mensch und Maschine geht und um Grenzziehung. Es wurden nämlich Fragen gestellt, die leicht skurril wirken, aber alle ernst gemeint waren und die Problematik der Kategorisierung offenbaren und vor allem Ausdruck eines Unbehagens waren, wenn die KI nämlich menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften annimmt. Also was macht man dann, wie geht man damit um? Da wurden Fragen gestellt, das ist ja eine Meisterschaft, also welcher Nation gehört der Computer an, ist er überhaupt Niederländer? Und was ist, wenn ein nicht-holländischer Computer teilnimmt? Und was passiert, wenn der Computer dann siegen sollte? Wer hat denn dann gewonnen? Der Computer, der Entwickler oder das Unternehmen, das ihn gebaut hat? Oder alle zusammen? Wer bekommt das Preisgeld? Hat sich der Computer, das war auch eine Frage, überhaupt auf dem üblichen Weg qualifiziert? Oder gelten für Computer jetzt etwa Extra-Regeln? Also was dahinter steht, ist die klare dichotome Trennung von Mensch und Maschine mit sehr abgezirkelten Aufgabenbereichen. Und Schachcomputer konnten das Gleiche wie Menschen oder sogar besser und Menschen begannen sich dagegen zu wehren, dass diese KI dann in ihren Bereich hineingelassen wird. Und es wurde durchaus tautologisch argumentiert, also Schach sei ein Sport und Sport ein Spiel unter Menschen. Also das war die Definition und deswegen müssen die Menschen auch unter sich bleiben. Ein Gorilla nehme auch nicht an einer Ringermeisterschaft teil. Ich kommentiere dieses politisch Unkorrekte jetzt nicht, aber lauter solche Vergleiche wurden gemacht und ganz klar betont, Schachspieler können nicht mit Schachprogrammen gleichgesetzt werden. Das würde aber passieren, wenn man den zulässt. Und den Computer, da komme ich gleich noch drauf zurück, sei ein Werkzeug des Menschen und kein gleichberechtigter Spielpartner. Weil es auch unfair sei, weil er ja überlegen ist, er hat enorme Datenbanken, die weit über das menschliche Gedächtnis hinausgehen und man müsse gegen einen Computer anders spielen, das ist so das sogenannte Computerschach, das Anti-Computerschach, also wenn man den Computer besiegt, spielt man ein anderes Schach als gegen Menschen und das würde den Wettbewerb verändern, die ganze Atmosphäre sei anders, bis zu dem Argument, man könne mit dem Computer ja auch kein Bier trinken gehen nach dem Turnier, was aber Teil eines Turnieres sei und menschlichen Zusammenlebens. Nur sehr wenige haben gefragt, was diese ganze Debatte soll und warum ein schachspielender Computer eigentlich nicht teilnehmen soll, sondern die ganz klare dominierende Perspektive war, dass man Computer nicht auf der gleichen Ebene zulassen könne wie Menschen. In Deutschland ist was ganz Ähnliches passiert mit einer sehr ähnlichen Reaktion. Auch im Jahr 2000 hat ein Computer, Mephisto, damals bei der deutschen Blitzmeisterschaft teilgenommen. Die Teilnehmer waren einverstanden, bevor der Computer gewonnen hat. Und dieses Einvernehmen schwand sehr schnell. Und ein Teilnehmer, Klaus Bischoff, also einer der Großmeister, formulierte dann, Zitat, ich möchte nicht noch einmal zusehen müssen, wie ein Computer die Menschen rasiert. Und seit diesem Sieg wurden dann nur noch auch so ein Coup Mitglieder des Deutschen Schachverbands zugelassen und argumentiert, dass ein Computer kein Mitglied des Deutschen Schachverbands sei. Also die Frage, ob ein Schachcomputer an einem Turnier teilnehmen könne, gleichwertig, gleichrangig und gleich behandelt wie ein Mensch, hat eben zu diesen hitzigen Debatten innerhalb der Schach-Community und darüber hinaus geführt und hat eine ganz wichtige Diskussion um Kategorien ausgelöst, wobei die Figur des Menschen unhinterfragt bleibt. Also es war klar, dass der Mensch entscheidet und es wurde nicht hinterfragt, wie Menschen mit Schachcomputern umgehen, sondern die Bedenken haben sich auf die Gleichsetzung von Mensch und Maschine gerichtet. Also welchen Status sollte man Computern und KI zulassen? Und die Antwort war sehr eindeutig. Man hat eine sehr klare Grenze zwischen Menschen und Computern gezogen. Und die Menschen wollten in der deutlichen Mehrheit unter sich bleiben und sie wollten nicht inmitten von Maschinen und gegen Maschinen spielen. Und was hier teils amüsant oder auch skurril klingt, ist natürlich eines der zentralen Fragen des späten 20. und vor allem auch jetzt des 21. Jahrhunderts, die sich in vielen Bereichen vom Sport über die Krankenpflege bis zur industriellen Arbeitswelt findet. Die Frage, wie Computer, KI und Roboter in viele Bereiche hineingelassen werden, scheint weitgehend schon entschieden. Also dass wir mit
Computern zukünftig kooperieren werden, und mit KI und Robotern scheint irgendwie gesetzt. Aber es stellt sich die Frage, wie man dann das Soziale und diesen Umgang mit KI gestalten kann und soll. Eine Antwort auf diese gestellten Fragen wurde auch in den 90er Jahren gegeben, unter anderem von Kasparov. Ich habe einen Fehler gemacht, da fehlt eins, der Intelligenzverstärker. Das ist mein vorletzter Punkt, und hier komme ich nochmal auf Garry Kasparov zurück. Bekanntermaßen hat er sich ja 1997 als sehr schlechter Verlierer gezeigt, der auch behauptet hat, IBM hätte getäuscht. Er sprach in Anlehnung an Diego Maradona von der Hand Gottes, die auf Seiten IBMs im Spiel gewesen sei. Er selbst hat allerdings gesagt, obwohl er die Niederlage hinnehmen musste, hat er vor dieser Niederlage 1996 schon in einem Spiel gegen eine andere Version von Deep Blue gesagt, er hätte damals schon eine besondere Art von Intelligenz bei diesem Computer gespürt und sei sehr erstaunt gewesen. Und diese Intelligenz, das hat er interessanterweise im Spiegel publiziert, führte ihn dazu, den Computer umzudeuten, gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir gegen diese Computer spielen und sie als Konkurrenz betrachten, sondern als Intelligenzverstärker. Jetzt muss ich gerade meine, ich habe das falsch rum gemacht. Ein Zitat von Kasparov, doch ich sehe vielmehr die gewaltigen Chancen, vor allem für das Schach, aber Sie können Schach auch austauschen mit anderen Tätigkeiten. Wenn wir in Zukunft Partien spielen, bei denen den Spielern der Gebrauch von Rechnern erlaubt ist, werden wir in eine ganz neue Dimension dieses Spiels vorstoßen. Feine Kreativität, das ist natürlich der Mensch, und brutale Rechenkapazität können sich zu einer neuen Art der Informationsgewinnung ergänzen. Es würde zu einzigartigen Partien kommen, für die ich nahezu Perfektion garantiere. Menschen- und Elektronengehirn würden sich zu einer neuen Qualität von Intelligenz ergänzen, zu einer Intelligenz, die diesen Namen womöglich erst verdient. Und was er hier beschreibt, ist das, was dann eingeführt wird, das sogenannte Advanced Schach, Advanced Chess, also ein Spiel, das ist ein Spiel, in dem Menschen und Computer gegen Menschen und Computer spielen, also nicht mehr Mensch gegen Mensch, sondern jeder Mensch kann einen Computer nutzen. In der Schach-Community wurde von Zentauren, die gegen Zentauren, wir würden heute sagen Cyborgs spielen gegen Cyborgs. Und das wurde ausgetestet. Kasparov hat gegen den Bulgaren Topalov gespielt. Und das Interessante war, dass die Beobachter feststellten, dass die in diesem Spiel ganz waghalsige Züge, brandgefährliche Kombinationen ausprobiert hätten. Und der Rechner hat ihnen dann immer davon abgeraten, sodass sie dann doch einen relativ soliden Zug gemacht haben. Und das Interessante ist aber, dass es Remis ausging, während Kasparov sonst immer sehr locker gegen seinen Gegner gewonnen hat. Die Idee, Computer als Intelligenzverstärker zu nutzen, war aber keine neue Idee von Kasparov. Also auch fürs Schach wurde das schon in den 1970er Jahren thematisiert. Und im Hinblick auf den Computer und die frühe KI-Forschung schon sehr früh in den 1950er Jahren unter dem Stichwort Mensch-Computer-Symbiose. Und heute sprechen wir natürlich von Kollaboration. Also das, und diese Denkweise entspricht einer weiteren sehr klassischen Interpretation des Mensch-Maschinen-Verhältnisses, nämlich die Vorstellung, dass Technik die Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen verstärkt und dabei immer unter Kontrolle der Menschen bleibt. Also die Idee ist, die Stärken des Computers und die Stärken des Menschen zu verbinden unter der Kontrolle des Menschen und in diesem kollaborativen Verhältnis dann in ganz neue Dimensionen aufsteigen zu können. Also Computer nicht für und nicht gegen den Menschen, sondern Mensch und Computer denken zusammen. Und der neue dumme Kollege der Brute-Force-Methode, Sie erinnern sich an die Karikatur, ist in dieser Interpretation dann nicht mehr der dumme Kollege, sondern der wertvolle Assistent. Die Argumentation hören Sie heute sehr häufig, also Kollaboration von Computern, Menschen, von Robotern, KI und Menschen wird allenthalben gerade propagiert. Es ist jetzt von Cobots die Rede und von KI, die eben die Routinearbeit macht und zu einem neuen Zusammenarbeiten von Menschen und KI führen wird. Diese Mensch-KI-Symbiose wird häufig als Partnerschaft bezeichnet oder Kollaboration.
Man sollte aber nicht übersehen, dass es in dieser Partnerschaft nach Vorstellung der Menschen sehr klare Hierarchien geben soll. Es ist immer die Rede davon, dass der Computer der Assistent ist oder das Hilfsmittel und dass die Menschen letztendlich entscheiden aufgrund der Computervorschläge. Und auch dieses Mensch-Maschinen-Verhältnis im Sinne dieser Kooperation oder Kollaboration ist eindeutig anthropozentrisch gedacht, indem der Mensch eben der Chef bleibt. Und es gab auch Schachprogramme, die hießen dann Doppelfritz mit Boss. Und der Boss war eben der menschliche Schachspieler und Fritz das, die Software, also die Computerprogramme. Wenn Sie mich jetzt kurz vor Schluss noch einen ganz kleinen Blick in die Schachpraxis werfen lassen, zeigt sich, dass diese Hierarchie so nicht so leicht zu halten ist. Also die Vorstellung, dass der Mensch der Chef bleibt und die Oberhand behält, ist eine, die im Diskurs gemacht wird. Aber wenn wir die Schachpraxis angucken, stellt sich das durchaus anders dar. Die Nutzung von Schachcomputern als Trainingsgeräte oder Partner ist seit den 1980er Jahren selbstverständlich. Und inzwischen sind Schachcomputer integraler Bestandteil von Schachlernen und Schachspielen. Und die Frage, wie sich das Schachspiel damit verändert hat und wie sich Schachwissen zwischen Mensch und Maschine verschoben haben, ist eine zentrale Frage. In der frühen Diskussion finden sich auch hier wieder ganz ähnliche Argumente und Bedenken über eine veränderte Praxis. Also ein klassisches Argument ist, wenn wir permanent mit Schachcomputern spielen, führt das zum Tod des Schachs, also Technisierung gefährdet, ganz klassisch kulturkritisch, gefährdet die menschlichen Praxisen, weil Schach dann einfach nur eine Rechenaufgabe sei und jegliche Reize Schachs verloren gehen würde. Weitere Argumente, das hat man heute auch im Kontext der KI sehr häufig, beziehen sich darauf, dass die Anwendung dieser KI in der Praxis die Kreativität der Menschen verringern würde und zu weniger tiefen Schachkenntnissen in dem Fall führt. Also weil der Schachcomputer Lösungen vorschlägt, die Menschen dann nur nachspielen, ohne sie zu verstehen. Und der Robert Hübner, den ich eingangs schon zitierte, war der Überzeugung, dass das Erlernen des Schachs am Computer dazu führt, dass die Menschen Schach nicht mehr wirklich verstehen würden. Also so ungefähr wie die Diskussion um die Karten und das Telefon und so weiter. Während dieser aufgeregten Debatten, die sich auch in den Medien natürlich oder für alle neuen Medien auch in jeder Zeit immer wieder finden, ist die Nutzung aber Alltag geworden. Und dazu gehört die Verwendung von immensen Datenbanken, die die verfügbare Menge an Eröffnungen und an gesamten Partien enthalten. Die Auswertung von Partien wird erleichtert und beschleunigt. Also Laien können ihre eigene Schachpartie vom Computer analysieren lassen und gleichfalls die ihrer Gegner. Und zudem, das wird sehr oft beschrieben, wurde der Computer zum Experimentalraum. Also Züge, Lösungen für Schachprobleme, auf die die Schachspieler selbst nicht gekommen werden, offenbaren sich plötzlich. Das wird ganz oft in diesen Schachzeitschriften berichtet. Und teils waren die Züge nicht nachvollziehbar, sodass die Menschen dachten, das ist ein Fehler. Und dann mussten sie sehen, dass diese Züge eben doch zum Sieg geführt haben. Der Schachcomputer ist hier also nicht mehr Konkurrent, sondern tatsächlich Berater und Mittel der Steigerung menschlicher Fähigkeit. Er ist eine Kreativitätsmaschine, mit der man weit über das menschliche Gehirn hinaus experimentieren kann und tatsächlich in neue Dimensionen vorstoßen kann. Dass sich allerdings die Nutzer dabei auch verändern, liegt auf der Hand. Entgegen der Vorstellung, der Computer sei hier Hilfsmittel oder Trainingspartner, der von Menschen genutzt wird, sind sie eben integraler Bestandteil der Schachpraxis und damit hat sich Schach verändert und die Schachpraktiken sind andere geworden. Ein Schachspieler hat zum Beispiel Ende der 1990er Jahre selbst beobachtet, dass seine taktischen Fähigkeiten abgenommen hat, seitdem er mit Fritz spielt. Und ein anderer Schachspieler gestand, dass er kaum noch widerstehen könnte, nach kurzem Überlegen den Computer um Rat zu fragen. Und ein anderer wiederum sagte, dieses Advanced-Schach sei weitaus weniger anstrengend. Und im Jahr 2000 wurde jungen Schachspielern ein Computerstil attestiert. Kasparov hat als Schachlehrer diese Entwicklung beobachtet und in seinem kürzlich erschienenen Buch auch beschrieben. Und er kam auch zu der Einschätzung, dass eine neue Generation von Schachspielern oft nur noch am Computer erlernte Züge anwenden, weil der Computer sagt, das sei der Best Move. Und der Computer erkläre, also sagt, das sei der Best Move, aber der Computer erklärt es nicht und begründet es nicht. Und die Schachspieler verstehen es dann auch nicht mehr. Und seine
Konsequenz sagt, ein Zitat von ihm, Over-reliance on the machine can weaken, not enhance your own comprehension if you take as its word all the time. Und der Computer wäre dann eben nicht nur zum Coach, wie gedacht, sondern der Computer würde zum Oracle werden. Das ist insofern interessant, weil Kasparov ja selbst ein großer Fan von Schachcomputern ist und einer der ersten war, der Schachcomputer überhaupt eingesetzt hat und auch sehr engen Kontakt zu Schachprogrammentwicklern hatte. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung, dem Ausblick, werde aber dann mit einer kurzen Geschichte noch schließen, die noch ein Feld aufmacht, was über das Schach hinausgeht. Am Beispiel des Schachcomputers lassen sich meines Erachtens zentrale Fragen des KI-Mensch-Verhältnisses diskutieren, die sich durch lernende Algorithmus sicher noch verschärfen und gerade die zuletzt angesprochene Fragen der Mensch-KI-Praxis halte ich für relevant und die Neuformatierung des Sozialen in der Interaktion mit KI. Am historischen Beispiel wurde deutlich, dass Menschen sich in der Regel in Konkurrenz erstmal zu Maschinen interpretieren und eine Überlegenheit von Maschinen nur dann bereit waren zu akzeptieren, wenn sie diese dann als ihr Werkzeug umdeuten konnten. Und während sich die Menschen im Diskurs immer ihrer kontrollierenden und zentralen Position versicherten, also letztendlich entscheidet der Mensch ist doch kreativer und so weiter, verweist die Praxis des Computerschachs auf die enge Verwobenheit von Mensch und Computer, auf ein gegenseitiges Angewiesensein, in dem die zentrale und stets überlegene Rolle des Menschen längst abhanden gekommen ist. Der Diskurs über das Mensch-Maschinen-Verhältnis hinkt also, oder die Wahrnehmung der Menschen hinkt der Praxis hinterher und sie übersehen eben in anthropozentrischer Manier die eigene Verwobenheit mit der KI. Die Analyse der tatsächlichen Verschiebungen von Aufgaben, Wissen, Zuständigkeit, Entscheidungen zwischen Mensch und Maschine gehört zu den entscheidenden Fragen, die auch heute beantwortet werden muss. Also was soll die KI entscheiden, was nicht? Also wir haben ja viele Beispiele, KIs, die Prognosen über kriminelles Verhalten anstellen, über Diebstähle, die in nächster Zeit stattfinden, Kredite und KIs sind eben auch im sozialen Bereich tätig. Im Hinblick auf die Schachcomputer haben sich Menschen klar Freiräume geschaffen, in die sie die Computer schlichtweg nicht reingelassen haben. Und auch hier stellt sich die Frage, ob es zukünftig solche Freiräume geben soll und wenn ja, in welchen Bereichen oder eben auch nicht. Für das Soziale, für den Umgang mit KI in Bereichen wie Pflege, Freundschaft, Intimität, Erziehung und so weiter ergeben sich, denke ich, noch weitere Diskussionspunkte. Und eine Frage, die auch von der Theoretikerin zum Beispiel Sherry Turkle immer wieder kritisch aufgeworfen wird, möchte ich abschließend in meiner letzten kurzen Geschichte aus dem Computerschach illustrieren. Und dabei geht es um den Umgang mit menschlichen, das Aushalten von Widerspruch, Abneigung, von eigenen Unzulänglichkeiten, von Grenzen, die andere Menschen setzen, die man selbst hat, kurz um das genuin Sozial- und Menschliche und auch das Ertragen von anderen Menschen. Und das ist der Punkt Verfügbarkeit, der da oben schon war, aber es ist ohnehin nur die Überschrift. Ephraim Kishon, bekanntlich leidenschaftlicher Schachspieler und auch bekennender Computerschachfan, erklärte, er liebe den Schachcomputer, weil er ganz frei über ihn verfügen könne. Zum Beispiel könne er mitten im Spiel die Spielstärke nach unten korrigieren, wenn der Computer zu gewinnen drohe. Außerdem könne er Einzelzüge rückgängig machen, was der Computer, der keine solche Funktion hat, nicht könne. Außerdem könne er zu jeder Zeit mit ihm spielen, ohne dass er jemanden überreden muss, dass er mit ihm spielt, und zwar so lange, wie er wolle. Es gibt auch keine Zeugen von schmachvollen Niederlagen, sofern man sie überhaupt zulässt. Und das Gefühl der Scham bleibe einem erspart. Auch ein wichtiger Punkt. Und was Kishon hier so satirisch auf den Punkt bringt, findet sich natürlich in verschiedenen Berichten und Kommentaren zum Einsatz von Schachcomputern, wurde also tatsächlich diskutiert. Also die Angst vor einem grenzenlosen, ungestörten Verfügen über Technik und was das mit Menschen macht und wie sie dann mit anderen Menschen umgehen. Und es gab in den 80er Jahren viele besorgte Computer, dass zum Beispiel der Schachcomputer nur für Kranke und einsame Menschen da sein solle und keinesfalls selbstverständlich von Menschen, die sich Schachpartner suchen können, genutzt werden soll, also nur eine Ausnahme und nicht als Regel. Ähnliche Debatten führen wir heute um Pflegeroboter oder zunehmend beispielsweise auch um Sexroboter
Und es sind längst nicht mehr nur Maschinen, die für Kranke und Einsame in Betracht kommen. Aber die Diskussionen stellen sich ganz ähnlich wie in den 80er Jahren für die Schachcomputer. Wenn wir das Schachspiel betrachten, könnten wir uns entspannt zurücklehnen, weil der Schachcomputer das Spiel zwischen den Menschen nicht ersetzt hat. Menschen spielen immer noch Schach gegeneinander. Aber der Schachcomputer hat gleichwohl das Schachspiel verändert. Und das wird auch sicher in anderen Bereichen von KIs der Fall sein und vermutlich anders, als wir das heute antizipieren. Und trotzdem es nicht antizipierbar ist, müssen wir es intensiv diskutieren, denn die Position der Menschen und die Mensch-Maschinen-Verhältnisse werden sich sicher in den nächsten Dekaden ändern werden. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.